wunderschönen guten Nachmittag. Schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr, dass wir heute ein paar Leute dabei sind zu einem Thema, das ihr euch gewünscht habt. Und zwar haben wir, wie eigentlich jeden Dienstag, letzte Woche Dienstag, haben wir speziell über Steuerthemen für IT-Freelancer gesprochen. Und da kamen doch einige Fragen auf rund um das Thema Firmenwagen, Kfz-Versteuerung und so weiter. Und deswegen dachte ich, machen wir dazu mal ein separates Thema. Genau, wir gucken uns heute mal Kfz an. Ich habe auch so ein Berechnungssheet, das kriegt ihr gerne anschließend nochmal. Und genau, wenn sonst noch irgendwelche Fragen sind, ich gehe sehr, 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 sehr gerne auf alle möglichen Fragen ein. Schreibt sie dafür einfach in den Kommentar. Ich gucke dann regelmäßig mal drauf und gehe dann darauf ein. Habe aber natürlich, so wie immer eigentlich, eine Präsentation vorbereitet, durch die ich einmal Schritt für Schritt gemeinsam durchgehen würde. Würde aber tatsächlich ganz am Anfang vielleicht schon einmal sagen, wir geben jeden Dienstag ein Webinar. Und wenn du auch in Zukunft die Webinare nicht verpassen möchtest und auch die sonstigen Videos, weil ich habe auch einige Erklär-Tutorials zu dem Thema Kfz schon abgedreht, die kommen aber alle erst in den nächsten Tagen online. Das heißt, wenn dich das ganze Thema interessiert und auch vielleicht jetzt keinen Bock hast, mir live zuzuhören und zu gucken und so weiter, dann abonnier doch den Kanal, dann verpasst du nichts zum Thema Kfz, aber generell auch nichts zum Thema Steuern für Selbstständige. Jetzt würde ich gerne direkt reinspringen, und zwar das Thema Firmenwagen. Es ist für viele Finanzämter das absolute Lieblingsthema und deswegen für viele Selbstständige das absolute Horrorthema, weil es steuerlich unglaublich viel zu berechnen gibt und vergleichen gibt und all solche Sachen. Und genau, da will ich doch ein wenig mal aufräumen mit den ganzen Themen, die es gibt. Wir gucken uns erstmal an natürlich, was ist ein Firmenwagen, wann ist ein Wagen ein Firmenwagen, wann nicht und so weiter. Wir schauen uns einmal an, was ist eigentlich das ganze Problem mit dem Firmenwagen, mit dem Kfz. Was musst du machen, wenn du dich dagegen entscheidest, einen Firmenwagen zu kaufen? Das heißt, wenn du dein Auto privat kaufst, aber trotzdem eine geschäftliche Nutzung hast, wie kannst du das steuerlich behandeln? Und dann schauen wir uns die beiden großen Möglichkeiten an, wenn du quasi dein Auto ins Betriebsvermögen gekauft hast als Selbstständiger, was du denn machen kannst. Das eine ist das Fahrtenbuch und das andere ist die 1%-Regelung. Da habe ich auch ein Berechnungssheet, das gehen wir einfach mal gemeinsam durch. Da hoffe ich auf eure Mitarbeit, weil ich habe seit ein, zwei, drei Jahren kein Auto mehr. Das heißt, ihr müsst mir mal idealerweise ein paar Zahlen an Laufleistung und Privatnutzung und Kosten und so weiter zurufen. Da stecke ich nicht mehr ganz aktuell drin. Sehe natürlich Zahlen, aber ich finde es ein bisschen interaktiver, schöner. Also selbstverständlich, wir betreuen unsere Kunden und machen auch da die Berechnung, deswegen weiß ich schon, wie teuer so ein Auto sein kann. Aber wir können das ja gut auch interaktiv machen. Und am Ende treffen wir so eine Art Fazit, was ist denn eigentlich besser für dich? Was wäre die beste, idealste Lösung? Allerdings muss ich hier schon einschränkend sagen, das kommt natürlich auf die individuellen Bedürfnisse an. Und deswegen gebe ich euch allen auch dieses Berechnungssheet, da könnt ihr dann einfach eure eigenen Zahlen mal eintragen. Und wenn ihr diese Zahlen dann einfach mal eingetragen habt, dann seht ihr auch für euch genau, was für euch besser ist. Erstmal, um alle abzuholen, was ist ein Firmenwagen, wann ist ein Firmenwagen, Firmenwagen und so weiter. Grundsätzlich, es gibt erstmal keine gesetzliche Definition, Firmenwagen, es gibt auch einen Dienstwagen, Firmenwagen und so weiter. Rein praktisch reden wir grundsätzlich über das ganze Thema, wenn das ein Auto dem Unternehmen gehört und ein Arbeitnehmer oder in eurem Fall hoffentlich, weil meistens richten wir uns auch an Selbstständige, der Selbstständige nutzt es auch für betriebliche Zwecke und die große Problematik ist, wenn man es halt auch privat benutzt. Viele Selbstständige, die gerade neu gründen, die verstehen nicht, dass sie jetzt quasi zwei Identitäten haben. Und zwar einmal die Identität, also sie haben einmal ihr Unternehmen und einmal ihr Privatbereich. Das werden die meisten von euch, wenn sie ein paar Jahre selbstständig sind, schon noch wissen, dass sie grundsätzlich Gegenstände fürs Unternehmen kaufen können und Gegenstände fürs Privatvermögen kaufen können. Und dass man das nicht ganz beliebig hin und her tauschen kann. Das nämlich, wenn du Gegenstände, und ich sag mal nicht so hypothetisch Gegenstände, wenn du ein Auto betrieblich kaufst, dann ist es halt im Betriebsvermögen. Dann gehört es quasi dem Unternehmen. Natürlich gehört es noch dir. Es gehört aber dir in deinem Unternehmen. Das bedeutet, dass du es steuerlich, also es kann deinen Gewinn mindern. Das heißt, du sparst Steuern. Du hast einen Vorsteuerabzug, wenn du vorsteuerabzugsberechtigt bist. Du kannst das Auto abschreiben. Das heißt, du kannst auch die Anschaffungskosten steuerlich geltend machen und so weiter und zahlst dadurch dann weniger Steuern.
wenn du das ins Privatvermögen kaufst, das Auto, dann kannst du es trotzdem noch betrieblich nutzen und auch einen gewissen Anteil deiner Kosten ansetzen, aber halt nicht mit, also nicht die Abschreibung vollständig, du hast keinen Vorsteuerabzug. Solche Themen, das sind Themen, mit denen musst du dich beschäftigen. Das gilt übrigens auch für Laptops und so weiter. Allerdings der steuerliche Effekt ist natürlich bei großen Anschaffungen viel größer. Natürlich gibt es da jetzt auch Fabrikhallen und Maschinenparks und all sowas. Da wir uns aber speziell an Selbstständige richten, ist eigentlich die größte Anschaffung, die man so als Selbstständiger hat, meistens das Auto. Wir haben so ein paar Kameraleute auch als Mandanten. Da muss ich sagen, holla die Waldfee, was so eine Kamera kosten kann. Da kann manchmal auch eine Kamera teurer sein als so ein Auto. Aber bei den allermeisten ist die größte betriebliche Anschaffung, bei den meisten unserer Mandanten ist die größte betriebliche Anschaffung doch schon das Auto. Und größte Anschaffung bedeutet, hat steuerlich auch den größten Impact. Und genau deswegen schauen wir uns das Thema mal so ein bisschen genauer an. Genau, viel erstmal ausgeholt und ein bisschen ausholen. Warum fange ich jetzt so weit vorne an, quasi fast im Urschleim, um euch zu erzählen, was eigentlich ein Firmenwagen ist? Nicht, weil ich euch langweilen will, sondern weil die Grundsystematik wichtig ist. Das heißt, wenn du nämlich ein Auto, ein PKW in dein Betriebsvermögen aufnimmst, dann hast du ja die gesamten Kosten quasi im Unternehmen. Wenn du das Auto jetzt aber zum Teil privat nutzt und zum Teil betrieblich nutzt, dann an Anführungszeichen verbrauchst du das Auto ja nicht zu 100% betrieblich. Und das Finanzamt ist nicht so großzügig, dass sie dir sagen, ach egal, pack einfach alle Kosten rein. Den Verbrauch der Kosten und Verbrauch der Autos ist steuerlich ist egal. Deswegen ist die Grundlogik, alle Kosten gehen erstmal ins Unternehmen und dann ist ja nur ein Teil der Kosten tatsächlich für unternehmerische Zwecke und der andere Teil der Kosten ist tatsächlich für private Zwecke. Und dieser Anteil der privaten Zwecke, der muss ja irgendwie wieder raus aus dem Unternehmen. Das heißt, alle Kosten erstmal ins Unternehmen, das heißt auch Tanken, Reparaturen, Versicherungen, Kfz-Steuern, Anschaffungen, das bitte alles übers Geschäftskonto. Wenn du mir eine Freude machen willst, dann ist das Konto das Geschäftskonto. Ist aber egal für die Steuerberechnung. Das heißt, ihr könnt natürlich alles übers Firmenkonto bezahlen. Dann muss aber der Anteil, der private Anteil, irgendwie wieder rauskommen. Und da gibt es ein paar Workarounds, wie das eigentlich funktioniert. Und deswegen hole ich halt so ein bisschen aus. Es passiert nämlich meistens so, dass alle Kosten erstmal reingehen in die Buchhaltung und dann die Entnahme wie ein Umsatz behandelt wird. Das heißt, es ist eine private Nutzungsentnahme. Das heißt, du entnimmst dem Unternehmen quasi Leistung. Das erhöht deinen Umsatz bzw. deinen Gewinn. Das ist natürlich, da fließt kein Geld und du musst auch nicht Geld rein überweisen, jedes Mal, wenn du das Auto benutzt. Es ist aber in der Buchhaltung, ist das genauso zu behandeln, als wenn du einen Umsatz gemacht hättest. Das heißt, wenn du dein Auto nutzt, deinen Firmenwagen nutzt und es verbrauchst privat, in Anführungszeichen natürlich verbrauchst, und gar keinen Umsatz gemacht hast in einem Monat, dann hast du trotzdem einen Umsatz, den du versteuern musst. Weil diese private Nutzungsentnahme ist gleichzustellen mit einem Umsatz, den du gemacht hast. Und auf diesen Umsatz musst du Steuern bezahlen. Und so regelt das Finanzamt das quasi, dass du quasi die Nutzung entnimmst und dass sowas ist wie ein Umsatz. Und diesen Umsatz musst du natürlich versteuern, weil der unter Umständen halt zu einem höheren Gewinn führt. Und darum dreht sich das ganze Theater rund um Fahrtenbuch und 1% Methode. Wie rechnet man diesen privaten Anteil aus, um darauf Steuern zu zahlen? Schauen wir uns alles im Detail an, aber das ist mir wichtig, weil ich höre relativ häufig auch von unserem Mandanten die Frage, welche Kosten denn jetzt übers Geschäftskonto laufen sollten und welche nicht. Also fürs Kfz. Muss ich zum Beispiel, wenn ich meinen Sohn oder meine Tochter zur Kita bringe und auf dem Weg dahin tanke, was ist ja eine Privatfahrt, muss ich diese Tankquittung in die Buchhaltung nehmen, weil es war ja eine Privatfahrt und wie ist das eigentlich, weil ich verbrauche ja nicht die ganze Tankfüllung nur auf der eigenen kurzen Fahrt. Wie ist denn das eigentlich? Muss ich einen Teil so angeben und einen Teil nicht? Und das ist wahnsinnig, da kriege ich wahnsinnig viele Fragen dazu und deswegen wichtig, alle Kosten erstmal übers Geschäftskonto laufen. Wichtig ist, damit ihr da einen Pool an den Gesamtkosten habt, weil aus diesem Pool entnehmt ihr denn diesen privaten Nutzungsanteil. Und hier auch nochmal zur Einschränkung. In den allermeisten Fällen wird das Auto halt auch privat und geschäftlich beides benutzt. Es gibt aber durchaus ja Situationen, in denen ein Auto wirklich nur fürs Unternehmen genutzt wird. Und das ist auch okay, das kann auch sein. Hier möchte ich nur anmerken, wirklich Firmenwagen ist das Lieblingsthema der Finanzämter. Das heißt, wenn ihr hingeht, als normaler Selbstständiger ein normales Kfz habt, wird das Finanzamt hundertprozentig Nachweis dafür haben wollen und glaubwürdig begründet haben wollen, warum ihr das nicht auch privat nutzt und warum ihr da keinen privaten Nutzungsanteil herausrechnet.
Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, ihr führt ein Fahrtenbuch. Es wird grundsätzlich ein Fahrtenbuch geführt für den Firmenwagen. Und dieses Fahrtenbuch weist ganz eindeutig nach, ihr benutzt es nur zu 100% privat. Das geht beispielsweise, wenn ihr auch ein privates anderes Auto habt oder wenn ihr verheiratet seid und der Ehepartner hat noch ein Auto und das wird immer privat benutzt und das andere immer geschäftlich und so weiter. Das geht halt auch. Und es gibt natürlich ein paar Autos, die nutzt man in der Regel nicht privat. Also keine Ahnung, wenn ihr mit einem LKW fahrt oder wenn ihr, Bagger fahrt oder sonst was. Das sind Autos, mit denen man in der Regel sein Kind seltener zur Kita fährt oder einkaufen fährt oder sowas. Das sind auch klar, da ist es dann relativ klar, dass dieses Auto halt nur für Betrieb genutzt wird. Gehen wir aber mal davon aus, wir kaufen uns ein neues Auto. Das heißt, ich möchte mir jetzt ein Auto kaufen. Die erste Frage, die ich mir stellen sollte als Selbstständiger, kaufe ich es privat oder kaufe ich es in meinem Unternehmen? Und wie ich es zuordnen kann, das ist abhängig davon, wie umfangreich es ist, betrieblich nutzt. Das heißt, wenn ich 50-100% der betrieblichen Nutzung, also der Kilometer, die ich damit fahre, betrieblich sind, das heißt über die Hälfte betriebliche Nutzung, dann muss ich dieses Auto dem Betriebsvermögen zuordnen. Das heißt, dann habe ich keine große Wahl, dann gehört das Auto dem Betrieb, also mir auch, aber halt dem Betriebsvermögen. Wenn die betriebliche Nutzung 10-50% ist, dann habe ich ein Wahlrecht. Und zwar kann ich mir dann entscheiden, okay, ich möchte es gerne dem Betriebsvermögen zuordnen. Dann ist es quasi das, in Anführungszeichen, was hätte ich auch, das ist nicht in Anführungszeichen, es heißt gewillkürtes Betriebsvermögen. Sowas sagt man halt im normalen Sprachgebrauch nicht, aber dann ist es quasi Betriebsvermögen, aber es ist gewillkürtes Betriebsvermögen. Oder ich entscheide mich, ich habe es lieber im Privatvermögen, weil es einfacher für mich, keine Ahnung, aus vielen Gründen könnte ich es ja sagen, nö. Lieber ins Privatvermögen. Wenn die betriebliche Nutzung unter 10% ist, das heißt, wenn ich wirklich fast ausschließlich privat nutze, dann gehört es auch zweifelsfrei, also dann gibt es auch keine Wahlrecht mehr, dann gehört es auf jeden Fall ins Privatvermögen, dann kannst du es nicht mehr als Firmenwagen anschaffen. Genau, und das ist die allererste Frage und das ist quasi die Benchmark. Natürlich müsst ihr das irgendwie sinnvoll schätzen. Idealerweise habt ihr schon ein Auto und habt dann einfach für eine Weile ein Fahrtenbuch und habt deswegen einen Überblick, wie ihr das Auto nur betrieblich, privat und so weiter nutzt. Das heißt, da müsst ihr natürlich möglichst dicht genau das auch nachweisen, wie ihr das nutzt. Wenn ihr euch erstmal, und das ist erster Punkt, wenn ihr euch jetzt entscheidet, naja, das ganze Firmenwagen, Betriebswagen und so ist mir zu doof oder will ich nicht, das heißt, ihr entscheidet euch freiwillig dafür, das Privatvermögen zuzuordnen oder aber ihr nutzt es fast ausschließlich privat, weil ihr über 90% Privatfahrten habt und ordnet das Auto dem Privatvermögen zu, dann habt ihr zwei Möglichkeiten, trotzdem die Nutzung, die betrieblichen Fahrten trotzdem irgendwie in der Buchhaltung abzubilden. Weil ihr wollt ja natürlich trotzdem einen Steuervorteil, wenn ihr euer Privatauto betrieblich nutzt, dann müsst ihr ja was davon haben, dann müsst ihr wenigstens die Kosten irgendwie ansetzen können. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist fast die einfachste. Und zwar schreibt ihr einfach auf, wie viele Kilometer ihr gefahren seid. Das ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel zu einem Kunden fahrt, sind das 30 Cent pro Kilometer. Seit diesem Jahr 35 Cent pro Kilometer ab dem 21. Kilometer. Das heißt, wenn ihr 100 Kilometer fahrt, dann habt ihr 20 Kilometer, die ihr mit 30 Cent ansetzt und 80 Kilometer, die ihr mit 35 Cent ansetzt. Bei den Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit, das heißt, wenn ihr nicht zu Hause arbeitet, dann gilt da aber der Entfernungskilometer. Das ist so umgangssprachlich auch bekannt als Pendlerpauschale, die habt ihr dann natürlich auch. Andere Möglichkeit und ehrlicherweise meistens die bessere, für euch finanziell bessere Möglichkeit, sind die tatsächlichen Kosten. Das heißt, auch wenn ihr das Auto dem Privatvermögen zugeordnet habt, könnt ihr tatsächliche Kosten ansetzen. Dafür müsst ihr aber ein paar Dinge machen und zwar müsst ihr halt aufzeichnen, wie viel ihr betrieblich fahrt und ihr müsst quasi eure Kosten ausrechnen. Und das könnte beispielsweise so aussehen. Das heißt, ihr habt 28.000 Euro pro Jahr an Kosten fürs Auto. Wichtig, da alles reinpacken. Auch da Steuern, Versicherung und so weiter und ganz, ganz wichtig Abschreibung, weil Abschreibung ist häufig eine der höchsten Positionen der Kosten. Wie man das berechnet, ja, kann ich kurz drauf eingehen. Wenn ihr für 60.000 Euro Auto kauft, Auto müsst ihr über die gesamte Nutzungsdauer quasi regelmäßig abschreiben. Wenn das nicht klar ist, was es ist, gerne einen Kommentar schreiben, dann gehe ich darauf nochmal ausführlicher ein. Ansonsten aber müsst ihr die Anschaffungskosten halt über mehrere Jahre verteilen. Beim Auto sind es in der Regel 6 Jahre, deswegen habe ich auch 60.000 genommen, weil es relativ einfach zu rechnen ist. Das heißt, das Auto verliert 10.000 Euro pro Jahr an Wert. Und das sind Kosten, die ihr in die ganze Berechnung eurer Kosten mit einrechnen müsst, weil das Auto verbraucht sich halt. Das ist nach 6 Jahren, zumindest in der Buchhaltung, nichts mehr wert, aber es ist deutlich weniger, aber auch in der Praxis.
deutlich weniger wert als Neuwagen, natürlich. Und diese Kosten, die müsst ihr trotzdem ausrechnen. Das heißt, ihr rechnet alle Kosten zusammen, kommt auf 28.000 Euro Kosten pro Jahr. Ihr guckt an, wie viele Kilometer ihr gefahren seid insgesamt pro Jahr. Das sind in dem Fall beispielsweise 35.000 Kilometer. Das müssten, wenn ich es richtig ausgerechnet sein, runtergerechnet auf einen Kilometer 80 Cent pro Kilometer. Das heißt, ihr habt tatsächliche Kosten von 80 Cent pro Kilometer. Dann geht ihr hin und guckt, okay, wie viel wart ihr beruflich unterwegs in dem Jahr? 5.000 Kilometer. Das müsst ihr natürlich fahrtenbuchmäßig aufschreiben, wie viel ihr tatsächlich betrieblich unterwegs seid und rechnet dann 80 Cent pro Kilometer, das heißt eure tatsächlichen Kosten, 80 Cent mal 5.000 Kilometer sind in dem Fall 4.000 Euro Fahrtkosten, die ihr als Kosten in die Buchhaltung einbuchen könnt. Wenn du Mandant von uns und wir darüber noch nicht geredet haben, du dir da unsicher bist, was du machst und wie du es machst und so weiter, schreib uns bitte. Also wenn du da Hilfe brauchst, melde dich einfach idealerweise über die Contest-App einfach im Chat, schreib uns einfach, dann können wir da, wenn du da noch Fragen hast, wie wir das idealerweise gestalten und so, melde dich einfach bei uns, dann kriegen wir das hin. Das sind aber die beiden Möglichkeiten, wie du Kosten ansetzen kannst. Wenn du dich dafür entscheidest, das Auto dem Privatvermögen zuzuordnen oder es gegebenenfalls machen musstest, weil du halt so viele Privatfahrten hast. Andere Möglichkeit, du kaufst das Auto nicht privat. Und das ist ehrlicherweise die deutlich häufigere Möglichkeit, ist mit Abstand viel häufiger. Du entscheidest dich dafür, das Auto als Firmenwagen zu kaufen. Das heißt, du ordnest das Auto von vornherein dem Betriebsvermögen zu. Auch da gibt es zwei Möglichkeiten. Und das sind so die Buzzwords überhaupt. Das ist einmal die Fahrtenbuchmethode, das heißt, du musst ein Fahrtenbuch führen. Und das andere ist die 1%-Methode. Erstmal, was ist eigentlich ein Fahrtenbuch? Was muss ich da eigentlich machen? Ein Fahrtenbuch kennt fast jeder, es ist so ein kleines Heft, oder so ein Tagebuch. Ein Fahrtenbuch ist eigentlich wie so ein Tagebuch. Das heißt, da schreibst du alle deine Fahrten auf. Grundsätzlich dient das Fahrtenbuch zur Organisation und Dokumentation dieser ganzen privaten Nutzung. Das ist die genaueste Berechnung, die du nur machen kannst. Weil, wenn du das Auto dem Betriebsvermögen zuordnest, dann müssen alle Kosten, alle Kfz-Kosten in der Buchhaltung erstmal landen, alle übers Geschäftskonto bezahlt werden und dann hast du da eine große Position an Kfz-Kosten. Und jetzt geht es darum, auszurechnen, wie viel nutzt du dieses Auto eigentlich privat, um diesen Fake, in Anführungszeichen Fake-Umsatz quasi rauszurechnen, um diese private Nutzungsentnahme auszurechnen. Und das Genaueste ist halt einfach, indem du genauestens dokumentierst, wie du dieses Auto nutzt. Und quasi genau, wirklich tagebuchgenau aufschreibst, wie viel du eigentlich privat dieses Auto nutzt und wann du es privat genutzt hast und so weiter. Das heißt, du musst genau Strecken, Zeitpunkte, den Zweck der Fahrt aufschreiben. Du musst auch tatsächlich, es muss auch ungefähr passen. Das heißt, wenn du Umweg fahren musst, dann solltest du auch, also einen größeren Umweg fahren musst, dann solltest du aufführen, warum du den nehmen musstest. Keine Ahnung, Autobahn, Vollsperrung, Stau, schnellere Verbindungen oder wie auch immer. Das heißt, wenn du auffällig viel Kilometer mehr gemacht hast als die eigentliche Verbindung, dann solltest du die auch kurz erläutern. Du kannst die entweder elektronisch oder handschriftlich führen. Ehrlicherweise rechtlich bist du mit der handschriftlichen Methode sicherer. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil es gibt eine ganze Menge elektronische Fahrtenbücher und auch Apps und all sowas. Die gibt es auch teilweise geprüft von irgendwelchen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und so weiter, die quasi sagen, okay, das ist in Ordnung. Wichtig hier aber ein wichtiger Hinweis, es gibt quasi von der Finanzverwaltung oder vom Finanzamt gibt es kein empfohlenes elektronisches Fahrtenbuch. Das heißt, das ist alles irgendwie auf dein Risiko, dass du das dokumentierst. Auf der 100% sicheren Seite bist du halt handschriftlich. Ich weiß, das geht so ein bisschen so gegen die Prinzipien, das per Hand zu führen, aber wenn du 100% rechtliche Sicherheit haben willst, dann mach es handschriftlich. Das gilt übrigens auch für alle Onboard-Fahrtenbücher. Also das heißt, wenn ihr ein Auto habt und quasi werkseitig von Mercedes, VW, BMW oder wer auch immer das mit drin ist, auch das ist nicht von der Finanzverwaltung abgenickt. Es gibt kein elektronisches Fahrtenbuch, was quasi vom Bundesministerium der Finanzen empfohlen wird oder sowas. Genau, und da musst du quasi alle beruflichen Fahrten dokumentieren, die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz, falls du nicht zu Hause arbeitest, und die Privatfahrten. Das heißt, du musst wirklich einfach mal alles aufschreiben in dieses Fahrtenbuch.
Und das Ziel dieses Tagebuchs, dieses Fahrtenbuchs ist es, dass du dich dann da halt hinsetzen kannst, jeden Monat, jedes Jahr, wie auch immer, und einfach mal ausrechnest, wie viele Fahrten habe ich insgesamt gehabt und wie viel waren der Anteil davon, waren private Fahrten. Und dann hast du einen exakten Prozentsatz, wie groß die private Nutzung war. Und genau das, darum geht's, weil dann hast du einen exakten Prozentsatz der Gesamtkosten, die eigentlich ins Privatvermögen gehören. Und ja, was ich erzählt habe vorhin, wenn du das Auto im Privatvermögen hast, aber auch im Betrieb auch betrieblich nutzt, dann solltest du es halt idealerweise genauso führen. Achso, Philipp hat auch gefragt, Fahrtenbuch-Apps, gibt es da Empfehlungen? Frage hat sich somit erledigt. Ja, gibt es. Und ich nehme auch, also es kommt tatsächlich in den nächsten Tagen auch online. Ich habe auch ein Video schon aufgenommen dazu, wo ich ein paar elektronische Fahrtenbücher und Apps einmal angeschaut habe. Wichtiger Hinweis ist halt, wie gesagt, gibt keine offizielle Empfehlung. Aber ich habe mal so ein paar durchleuchtet, die einen ganz guten Job macht. Und das Ding ist, was passiert, wenn das Finanzamt unter Umständen der Betriebsprüfung sagt, na, das Fahrtenbuch, das erkennen wir so nicht an, dann gehen sie halt im Zweifel dahin und sagen, okay, dann ist mir das egal, was das Fahrtenbuch sagt, dann schätzen wir halt die private Nutzung und geschätzt wird dann halt meistens mit 1%. Das heißt, da bricht nicht die Welt zusammen und Riesenchaos. Die Frage ist, gehe ich das Risiko ein? Mache ich mir die Arbeit mit dem Risiko, dass es vielleicht da ist. Auf der anderen Seite gibt es halt einige, die haben sich schon sehr, sehr weit verbreitet. Und deswegen habe ich dazu ein separates Video aufgenommen. Kommt dann auf den Kanal, da gehe ich wirklich im Detail nochmal durch die elektronische Fahrtenbücher einmal durch. Deswegen abonnieren, lohnt sich. Und genau das Ganze mal, habe ich erzählt, rechnest du die privaten Fahrten raus. Das gucken wir uns auch alles anhand eines Beispiels gleich einmal an. Genau, und das, hier habe ich es nochmal geschrieben. Die Gesamtkosten, also wenn ich jetzt zum Beispiel 10.000 Euro Gesamtkosten pro Jahr hatte, mit Fahrtenbuch darauf kommen, dass ich 32% Privatfahrten hatte, dann habe ich halt 3.200 Euro Kosten, die ich gewinnerhöhend, ich habe es Fake-Umsatz genannt, quasi buchen muss und dann muss ich diese 3.200 Euro versteuern. Das bedeutet, dass ich mit meinem individuellen Steuersatz auf diese 3.200 Euro Steuern zahlen muss, mehr. Bei 30% Steuersatz, und jetzt manövriere ich mich in eine Kopfrechnenlösung, die schwierig ist, aber bei 30% von 3.200 Euro müssten das ungefähr 960 Euro sein, die du halt Steuern zahlen musst, ohne dass Geld geflossen ist. Es gibt ein paar Grundspielregeln für ein Fahrtenbuch. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so Vokabelheftschreiben in der Schule, weil das war für mich der größte Horror. Ich habe das auch nicht gerne gemacht. Ich habe das auch gerne immer so rausgeschoben und so weiter. Und dann wurde zweimal im Schuljahr wurde das Vokabelheft eingesammelt und kontrolliert, ob ich das gemacht habe. Und das war unglaublich ätzend, weil man sieht es einfach, wenn man so ein Vokabelheft am Stück führt. man erkennt es, die Schrift, die neigt sich immer mehr, die wird immer undeutlicher, aber wird sehr gleichmäßig undeutlicher. Und man kann rumtricksen, wie man will, dass man drei unterschiedliche Stifte nimmt, mal ein bisschen mit rechts, mal mit links und so weiter. Man sieht es aber, dass das halt im Nachgang gefaked ist. Und ich möchte euch dringend dazu abraten, das genau so zu tun, wie ich mein Vokabelheft geführt habe. Das muss wirklich zeitnah passieren. Direkt im Auto idealerweise liegen, direkt reinschreiben und so weiter. Und zwar aus dem Grund, dass das Finanzamt es liebt, dieses Tagebuch anzugucken. Wie gesagt, ein Fahrtenbuch ist wie so ein Tagebuch und ihr gebt mit dem Fahrtenbuch quasi das Tagebuch von eurer Selbstständigkeit, von eurem Bewegungsprofil an das Finanzamt. Das Finanzamt liebt es, zum Beispiel Tankquittungen anzuschauen und sagen, oh, auf welcher Tankstelle war er da? War er denn laut Tagebuch denn da? Oder war eine Hotelübernachtung? War er denn überhaupt laut Fahrtenbuch denn da? Oder hier hat er Bewirtungskosten in Stadt XY. War er denn laut Fahrtenbuch überhaupt da unterwegs zu dem Kunden? Passt das eigentlich alles zusammen? Das heißt, das wirklich, also gucken die sich an, passt das alles? Und das nachträglich zu machen, sorry, vergiss es. Das ist so viel Arbeit. Ich kann euch das sagen von meinen Vokabelheft-Dingern. Das wollt ihr nicht machen. Also das ist echt ätzend. Abgesehen davon, dass es viel, viel Schreibarbeit ist. Dass das rückwirkend zu führen, ist sehr schwierig. Wenn ihr genauso seid wie ich und in der Schule so euer Vokabelheft geführt hat, überlegt euch, ob nicht die 1%-Regelung einfacher ist, weil das ist viel weniger Arbeit. Für Leute wie mich ist das genau das Richtige. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt das Fahrtenbuch machen, wichtig, zeitnah, fortlaufend, also es muss alles aufgeführt werden. Ihr müsst das Datum aufführen, ihr müsst das Reiseziel aufführen, ihr müsst quasi den Grund der Reise, das heißt, warum wart ihr unterwegs, das heißt, ihr habt einen Kundenbesuch, was war Anschaffungen, keine Ahnung, Objektbesichtigung, wie auch immer, alles, was ihr da jeweils gemacht habt. Ihr braucht einen Kilometerstand am Anfang der Fahrt, am Ende der Fahrt und natürlich die Differenz. Das heißt, dass ihr wisst, wie viele Kilometer ihr da gefahren seid. Und das ist auch relativ wichtig. Wenn ihr zum Beispiel
keine Ahnung, 20 Kilometer gefahren seid zu einem Kunden und 20 Kilometer für den Hinweg gebraucht haben und auf dem Rückweg plötzlich 30 Kilometer gebraucht habt, weil ihr noch zum Supermarkt privat gefahren ist, dann fällt das halt auf. Deswegen, das muss wirklich sauber getrennt werden. Deswegen hier auch nochmal auf Stichpunkt, elektronische Form ist grundsätzlich möglich. Nachträgliche Änderung muss allerdings vollständig ausgeschlossen sein. Beispiel habe ich sogar eins reingeschrieben. Wimka habe ich reingeschrieben. Nachträgliche Änderung muss ausgeschlossen sein. Also auch tatsächlich das physische Fahrtenbuch. Wenn du etwas durchstreichen musst, dann streiche so durch, dass man das noch lesen kann, was davor da stand. Nicht so durchstreichen oder Tippex, nicht so durchstreichen, dass man es nicht mehr lesen kann und auch nicht Tippex quasi überschreiben, dass man es nicht mehr sehen kann, sondern das muss noch nachvollziehbar sein anschließend. Und was auch absolut nicht geht, ist zum Beispiel so eine Excel-Liste. Das wäre für mich immer das Schönste, wenn ich einfach eine Excel-Liste habe, da kann ich einfach alles schön eintragen und so weiter. Das Problem ist, bei Excel kann man es nicht nachträglich nochmal nachvollziehen, ob da Änderungen stattgefunden haben. Deswegen ist Excel und Word und all solche Sachen, die gehen nicht. Genau, habe ich alles erzählt? Achso, ja, vielleicht nochmal ein bisschen aufgegliedert, das könnt ihr euch dann gerne nochmal angucken, welche Fahrten wie sehr dokumentiert werden müssen. Grundsätzlich, wenn ihr so ein physisches Fahrtenbuch habt, füllt halt einfach alles aus und auch die App, die schreibt, schlägt dir das ja vor. Aber du musst natürlich insbesondere für die dienstlichen Fahrten Gründe angeben, wenn du jetzt privat deinen Wocheneinkauf gemacht hast oder in Urlaub gefahren bist mit dem Auto oder so weiter, dann musst du nicht dokumentieren, wo ihr im Urlaub unterwegs wart. Das ist dann halt eine private Fahrt und so weiter. Deswegen habe ich jetzt speziell einmal für die dienstlichen Fahrten, was musst du aufführen? Die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit. Da ist auch immer der Grund der gleiche, und zwar zur Arbeit zu kommen und nach Hause zu kommen. Private Fahrten geht es um die Distanz und das Datum, genauso wie Familienfahrten, also Familienbesuche und so weiter. Wichtig wäre noch, wenn du ein Fahrtenbuch führst und du nutzt das Auto auch für andere Einkunftsarten. Beispielsweise, du bist selbstständig, hast da im Betriebsvermögen das Auto, bist aber auch angestellt und da bist du auch häufiger unterwegs und willst auch Teil dieser Fahrten quasi als Werbungskosten für deinen Angestellten sein berücksichtigen. Das musst du natürlich wieder sauberer dokumentieren. Oder du hast Immobilien, die du vermietest und hast dann Mieteinnahmen und möchtest auch da die Kosten gegenrechnen von deinem Kfz, das eigentlich ein Betriebsvermögen ist. Auch das muss natürlich sauber dokumentiert sein. Könntest du aber in diesem Fahrtenbuch direkt machen und könntest auch diesen Anteil dann direkt rausrechnen. Das heißt, da musst du kein zweites Fahrtenbuch führen für die zweite Art, sondern da reicht halt eine Aufzeichnung. Das ist einmal so ein Beispiel. Also Datum, Ort von bis, Zielort, Kilometerstand am Anfang, am Ende, gefahrene Route, je nachdem, Abweichung, Zweck und so weiter. Wirklich super kleiner Ausschnitt, kommt alles in Videos, die ich separat hochlade, nochmal deutlich ausführlicher. Philippe schreibt, ich bin ehrlich, wenn ich das Fahrtenbuch digital führe, dann würde ich auch eher darauf achten, dass sich die Inhalte direkt eingepflegt werden. Bei analoger Fahrtenbuchführung, no way. Also es ist ein generell tricky Thema. Du solltest es sehr zeitnah machen. Also das zu rekonstruieren später ist tatsächlich schwierig. So, ich gehe jetzt noch kurz auf die 1%-Regelung ein und dann gucken wir uns einfach mal ein ganz konkretes Beispiel an und rechnen das mal durch, was ist wann günstiger eigentlich. 1%-Regelung ignoriert das Ganze. Also wie gesagt, Fahrtenbuch vielleicht noch einmal zusammengefasst. Ich rechne den exakten Prozentsatz raus und muss das quasi als ja, Fake-Umsatz quasi in meine Buchhaltung packen, um das dann zu versteuern. Die 1%-Methode ist für Leute, die sich damit nicht beschäftigen wollen, die sagen einfach, ey, ist mir voll alles egal, Nutzung, Fahrkilometer, alles vollkommen egal. Es ist eine reine pauschale Berechnung, also wir müssen uns hier ein bisschen entfernen von dem, was, ich will mal sagen, logisch ist, sondern das ist wirklich eine pauschale Berechnung, die du machen kannst, die viel weniger Arbeit macht, weil du nichts laufend dokumentieren musst. Die baut quasi auf den Wert deines Autos auf, den Neupreiswert. Und zwar geht es um den Bruttolistenpreis des Autos. Und das ist ganz wichtig. Bei der 1%-Methode geht es um den Bruttolistenpreis. Das heißt brutto mit Umsatzsteuer, aber auch mit Sonderausstattung und sowas, was das Auto ganz am Anfang hatte. Es geht nicht um die Anschaffungskosten. Das heißt, man zahlt relativ selten den Bruttolistenpreis. Ihr könnt ja mal just for fun einfach mal euer Auto, was ihr jetzt gerade habt, Bruttolistenpreis und euer Auto, genau Modell und so weiter suchen, dann habt ihr den Bruttolistenpreis. Das ist wahrscheinlich nicht das, was ihr gezahlt habt. Weil Autos, dann hast du Finanzierungsmodelle, dann hast du Rabatte und all solche Sachen. Man zahlt doch sehr selten den Bruttolistenpreis. Ist aber die Grundlage für diese 1%-Methode. Und in der 1%-Methode geht man einfach hin und nimmt quasi die 1% des Bruttolistenpreises als
Fake-Gewinn, also als Umsatzerhöhung, die man dann versteuern muss. Also vollkommen unabhängig davon, wie viele Kilometer du privat machst und wie viele Kilometer du insgesamt machst, wie viel Kosten du tatsächlich hattest, alles vollkommen egal. Wir nehmen nur 1% des Bruttolistenpreises als Grundlage. Das machen darfst du ab einer betrieblichen Nutzung von 50%. Also nicht, wenn du quasi das gewillkürzte Betriebsvermögen hast, also wenn du unter 50% ist, dann nicht, sondern nur, wenn die betriebliche Nutzung über 50% ist. Wichtig auch da, ich wiederhole mich, ich weiß, aber das ist wirklich wichtig, weil ich sehe zu viele Leute, die es nicht machen und die sind steuerlich dann echt schlechter gestellt. Bitte alle Kfz-Kosten, alles in die Buchhaltung, alles übers Geschäftskonto. Und genau, und im Gegenzug quasi die alle Kosten rein und im Gegenzug halt 1% des Bruttolistenpreises raus. Wie sich das auswirkt, schauen wir uns gleich an. Das Alter des Autos spielt keine Rolle. Das heißt, auch wenn du das Auto gebraucht gekauft hast, vollkommen egal, es ist der Bruttolistenpreis. Ach, kommen wir noch dazu, wann das relevant ist. Aber tatsächlich ist so ein Oldtimer, der seit 40 Jahren, theoretisch vor 40 Jahren mal einen Bruttolistenpreis hatte, ist häufig vielleicht auch ganz günstig. Das heißt, da könnte das eventuell Sinn machen, wenn es jetzt aber ein Auto ist, keine Ahnung, 5 Jahre alt und so weiter, ist schon wenig wert, weil es schon 200.000 Kilometer runter hat und so weiter, dann musst du trotzdem das versteuern, was das irgendwann, also der Bruttolistenpreis vom Anfang und nicht zu dem Zeitpunkt, in dem du es gekauft hast. Weil es gibt keinen Bruttolistenpreis für Gebrauchtwagen. Und wichtig ist auch die Ausstattung am Anfang, also zum Zeitpunkt der Erstzulassung relevant. Wenn es später nachgerüstet und aufgerüstet wurde und so weiter, dann spielt das auch keine Rolle. Das ist manchmal ganz interessant, wenn man zum Beispiel so Gas reingebaut hat, also so wirklich umfangreiche Funktionalitäten ins Auto später reingebaut hat, weil das ist für die 1%-Regelung irrelevant, weil alles, was nachträglich eingebaut ist, Zubehör und Umbauten und so weiter, die spielen für die 1%-Regelung auch keine Rolle. Grober Ablauf, wie die Berechnung ist, das ist fast langweilig, weil wir uns das deutlich genauer einmal jetzt anschauen. Damit springen wir in eine Excel-Liste und kleiner Spoiler, und ich verrate euch das nur, wenn ihr quasi bei mir bleibt und mir zuhört. Ihr findet dieses Berechnungssheet unter diesem Video verlinkt, könnt ihr euch angucken. Und das sieht dann quasi so aus. Ich möchte aber bitte, dass ihr mir trotzdem noch zuhört, weil ich erkläre euch einmal kurz, wie ihr da eure Zahlen eintragen könnt. Aber wenn ihr das nutzen wollt, geht ihr bitte oben erstmal auf Datei und Kopie erstellen. Und dann kopiert ihr das ganze Ding und das ist dann quasi nur für euch. Da könnt ihr auch die Freigabeeinstellung für euch ändern, dass quasi nur ihr Zugriff drauf habt und so weiter. Das ist quasi die Vorlage. Das ist wichtig, dass ihr quasi das für euch einmal kopiert. Weil ich habe das letztens in einem Webinar schon gemacht, habe ich danach direkt 10 Zugriffsanfragen gestellt, dass ihr den Bearbeitungszugriff haben wollt. Bitte nicht, in der Kopie habt ihr ihn dann vollständig. Dieses Doc ist folgendermaßen aufgebaut. Ihr seht vorne quasi die Grundeckdaten fürs Auto und habt dann unten also zwei Reiter. 1%-Regelung und Fahrtenbuch. Und da können wir einfach mal Zahlen eintragen. Und dann steht hier vorne quasi Privatanteil, 1%-Regelung. Das heißt, wie viel Gewinn erhöhen, das heißt, wie wirkt sich das steuerlich aus, wenn ihr 1%-Regelung habt und wie ist das eigentlich bei eurem Fahrtenbuch. Das soll das ganze Ding machen. Außerdem ist noch wichtig zu wissen, alle lila Felder müsst ihr bearbeiten. Und da würde ich jetzt einfach mal durchgehen und einfach mal Zahlen eintragen, um einfach mal so ein Beispiel durchzurechnen. Und zwar habe ich das Auto in diesem Jahr angeschafft, sage ich einfach mal. Oder nicht angeschafft, dazu kommen wir auch noch, aber ich möchte mal repräsentativ einen Monat ausrechnen. Was haben wir heute? Juli. Ich möchte für Juli quasi mal das ausrechnen, wie teuer wäre es im Juli, wenn ich mein Auto nutze. Bruttolistenpreis habe ich vorhin gesagt, glaube ich, hoffe ich, ich habe 60.000, glaube ich, gesagt. Ne? Ich habe 60.000 Euro Bruttolistenpreis für mein VW Golf. Soll keine Werbung sein für VW Golf. Das könnte auch ein alternatives Auto sein. Wichtig ist hier aber Verbrennermotor, weil Elektroautos berechnen sich noch ein bisschen anders. Da kommt demnächst noch ein Video dazu, was da ein bisschen anders ist. Anschaffungsdatum. Ich habe es mir halt gerade neu gekauft. Also hier gerne Doppelklick drauf, dann einmal 1.7.2021 gerade gekauft. Hier sollte ich nochmal eintragen, ob ich bei den Anschaffungskosten einen Vorsteuerabzug hatte. Ist wichtig, weil wenn ich keinen Vorsteuerabzug habe, dann muss ich halt den Bruttobetrag abschreiben. Wenn ich einen Vorsteuerabzug habe, dann kann ich erstmal die Umsatzsteuer in meiner Umsatzsteuervoranmeldung geltend machen und muss dann nur einen Nettobetrag abschreiben. Ich habe aber Vorsteuerabzug. Das sind erstmal die Eckdaten, die ich eintragen muss. Dann switche ich zur 1%-Regelung. Sehe schon, dass ein paar Daten auf jeden Fall schon mal eingetragen worden sind. Das ist schon mal ganz gut. Sagte auch 1%, das sind 600 Euro. Ich möchte jetzt erstmal nur den Juli ausrechnen. Das heißt, ich möchte nur diesen Monat ausrechnen. Wie viel kostet mich mein Auto eigentlich in diesem Monat? Ihr könnt das natürlich
wenn ihr das in der Steuererklärung gerade macht und berechnet, dann tragt da halt 12 ein, um das ganze Jahr auszurechnen. Das heißt, ich habe einen Privatanteil netto. Was auch wichtig ist, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter und umfangreicher, ich habe quasi einmal diesen Fake-Umsatz, aber bei dem ganzen Ding habe ich ja einmal alle Kosten in die Buchhaltung gepackt und jetzt nehme ich quasi den privaten Anteil, also einen privaten Anteil der Kosten aus meiner Buchhaltung raus und entnehme sie quasi. Und darauf muss ich halt Steuern zahlen. Einkommensteuer, Gewerbesteuer und so weiter. Jetzt kommt aber die nächste Challenge und zwar habe ich ja unter Umständen einen Vorsteuerabzug gehabt bei den Kosten. Das heißt, ich habe zwar Kosten gehabt, aber Autoreparaturen, Anschaffungskosten, was hat man noch so? Tanken vielleicht, all diese Dinge. Ich habe da Kosten gehabt und habe dafür ja einen Vorsteuerabzug gehabt. Das heißt, ich habe darauf keine Umsatzsteuer gezahlt. Jetzt muss ich diese Entnahme, darauf muss ich auch Umsatzsteuer bezahlen. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr ein Auto im Betriebsvermögen habt, darauf Umsatzsteuer zahlen. Und zwar jeden Monat ein bisschen, und zwar auf diese private Nutzung. Auch das ist pauschal gemacht in mit der 1%-Regelung. Wir haben quasi den Bruttobetrag, also Umsatzsteuer BMG. Oh, das ist... Sorry, ich Bemessungsgrundlage. Man neigt immer dazu, so schnell Abkürzungen zu nehmen, eigentlich wie ich das gerade gerne nicht machen. Und zwar haben wir einmal erstmal nehmen wir 1%. Wir müssen aber nur, und ja, sorry, es wird leider ein bisschen komplex, man muss nur von 80% Umsatzsteuer abführen. Warum? Weil nicht alle Kosten, die ich rein habe in meinem Unternehmen, mit Vorsteuerabzug waren. Weil zum Beispiel die Kfz-Versicherung und die Kfz-Steuer, die haben keine Umsatzsteuer. Das heißt, auch ein gewisser Anteil der Kosten ist ja ohne Vorsteuerabzug gewesen. Und deswegen muss ich auch nicht die kompletten 100% der Umsatzsteuer unterwerfen. Das heißt, ich nehme nur auf 80% die Umsatzsteuer. Klingt willkürlich, ist es irgendwie auch. Für euch einfach nur zur Erklärung, wenn ihr mit dem Tool arbeiten wollt, ist vollkommen irrelevant, das Tool rechnet das für euch. Aber deswegen geht es einmal hin, ist 1%, das sind 600 Euro auf meine 60.000 Euro Anschaffungskosten, nimmt 80% davon und nimmt dann von den 80% 19% Umsatzsteuer. Das heißt, ich müsste mit der 1%-Regelung auf mein Auto, jeden Monat 91,20 Euro Umsatzsteuer abführen. Das ist... Aber das berechnet das Tool dann quasi automatisch für dich. Das müsstest du aber in jeder Umsatzsteuervoranmeldung laufend quasi als Umsatzsteuer abführen. Das ist aber leider nicht alles, weil die 1% gilt quasi nur für deine betrieblichen Fahrten zu Kunden und so weiter. Du musst auch quasi die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit auch nochmal versteuern, weil da das sind ja auch Fahrten und da musst du quasi auch nochmal was drauf versteuern. Das gilt auch als Teil als Privatfahrten. Und hier müsstet ihr einmal die einfache Entfernung eintragen. Das sind bei mir jetzt einfach mal 25 Kilometer. Anzahl der Monate, ich will nur einen Monat berechnen. Und Anzahl der Tage, das heißt, im Juli fahre ich an 20 Tagen ins Büro. Und jetzt ist die Berechnung leider nicht einfacher geworden, weil ich muss 0,03% pro Entfernungskilometer quasi nochmal on top auch auf die 1%-Regelung versteuern, kann davon aber wieder abziehen die sogenannte Pendlerpauschale, und zwar die 30 Cent bzw. 35 Cent pro Kilometer. Das heißt, das wird verrechnet. Das heißt, einmal hier, Zeile 43, ich markiere das, sind wir bei 450 Euro für die Fahrten Wohnung-Arbeit, die ich pauschal versteuern muss. Davon direkt kann ich aber abziehen, die umgangssprachlich bekannte Pendlerpauschale. Und auch da gilt ab Kilometer 21 was anderes. Das rechnet er auch einmal hier. Einmal rechnet er die ersten 20 Kilometer und dann rechnet er einmal die zweiten 20 Kilometer. Und dann hat er quasi den Privatanteil, der nur darauf entfällt, auf die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit. Und das wird nochmal auf die 1% draufgerechnet. Bedeutet in Summe, ich habe einen Privatanteil gesamt von 986,20 Euro. Das ist Geld, was ich quasi versteuern muss. Der setzt sich zusammen, dass ich einmal meine Gewinnerhöhung, das heißt, ich habe es jetzt Fake-Umsatz genannt. Ich schreibe es jetzt nur einmal für jetzt rein. Ich lösche es nachher wieder raus, weil es natürlich eigentlich nicht so heißt. Das ist quasi mein Fake-Umsatz, den ich quasi einfach nur als Umsatz in meine Buchhaltung reinbuchen muss, auf die ich dann Steuern zahlen muss. Und einmal die Umsatzsteuer, die ich abführen muss. Das heißt, wenn ihr euch jetzt fragt, wie teuer ist denn das Auto jetzt eigentlich für mich? Das kann ich dir so pauschal gar nicht beantworten, weil das natürlich abhängig ist von deinem Steuersatz. Was ich dir sagen kann, ist in diesem Fall, in deinem Szenario, wenn du so ausgefüllt hast, dann musst du 91,20 Euro quasi Umsatzsteuer abführen jeden Monat. Das heißt, die 91,20 Euro, die sind quasi fix. Jetzt
ist, wie viel du an Einkommensteuer und so weiter zahlen musst, das ist sehr abhängig davon, wie hoch dein eigener persönlicher Einkommensteuersatz ist. Natürlich zahlst du weniger Steuern, wenn du 10% persönlichen Steuersatz hast, dann sind es halt 10% von 895 Euro. Wenn du einen Durchschnittssteuersatz von 40% hast, dann nimmst du halt 40% von den 895 Euro. Wenn wir mal mit 20% rechnen, dann nehmen wir 20, also wir gehen mal davon aus, dass du 20% Durchschnittssteuersatz privat hast, dann zahlst du monatlich 91,20 Euro plus 20% von 895 Euro. Das müssten dann sein 179 Euro. Das heißt, wenn euer privater Steuersatz 20% ist, dann sind das quasi 179 Euro plus die Umsatzsteuer. Das heißt, ihr würdet monatlich an Steuern mehr zahlen, ungefähr 270 Euro in diesem Fall. Ich möchte hier noch einen kleinen Hinweis geben, und zwar kommen hier unten noch ein paar Zahlen, das ist einfach nur zur Erläuterung, da werden wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Es gibt ja Monate, da nutzt ihr das Auto quasi gar nicht, gerade jetzt in Corona. Wenn ihr zum Beispiel einen Firmenwagen hattet, 1% Regelung, ganz normal alles versteuert, und jetzt musstet ihr einen Monat, zwei Monate, drei Monate, sechs Monate quasi komplett das Auto einfach stehen lassen, weil ihr konntet halt nicht zu Kunden fahren, weil war Lockdown und Ausgangssperre und alles Mögliche. Diese 1% Methode, das heißt, das, was ihr da zahlen müsst, das ist gedeckelt auf eure tatsächlichen Kosten, die ihr in dem Zeitraum hattet. Das heißt, wenn ihr einfach gar keine Kosten hattet, das ist sowieso schwierig, weil Steuern und Versicherungen und so immer, aber das ist gedeckelt auf eure tatsächlichen Kosten. Das heißt, auch hier, auch das berechnet er, wird hier unter Umständen, wichtig ist hier, ihr müsst den Fahrtenbuchreiter, weil da geht es um die tatsächlichen Kosten, da müsst ihr eure tatsächlichen Kosten halt eintragen, da geht das einmal darum, aber hier kann es unter Umständen sein, dass ihr weniger zahlen müsst. Was ihr euch jetzt vielleicht in diesem Rahmen einfach nur mal merken solltet, ist, dass wenn ihr ein Auto tatsächlich mal einen Monat gar nicht benutzt oder ihr seid einen Monat einfach weg, ihr fliegt nach Malediven, nach Thailand oder wie auch immer und das Auto steht hier in Deutschland, Firmenwagen und so weiter, wird aber einfach nicht benutzt, dann kann das sein, dass ihr in dem Monat weniger zahlen müsst. Das berechnet aber quasi dieser ganze Block da unten, wird, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen und das auch nicht besonders einfacher machen, wenn wir hier jetzt darauf auch noch eingehen, weil ich möchte die Fahrtenbuchmethode noch einmal ansprechen. Wichtig ist hier ist quasi der rote Block. Hier ist ja quasi der Privatanteil und wenn wir uns einmal zurückgehen auf die Grundangaben, das zieht er sich quasi auch auf die erste Seite. Das heißt, wenn ihr wirklich einen allerersten Überblick haben wollt, wenn ihr kurz davor steht, ein Auto zu kaufen und ihr wollt euch den Privatanteil, dann seht ihr hier schon mal, was wird euch die 1% Regelung kosten. Ist natürlich jetzt nicht Kosten, ihr müsst euch das mit persönlichen Steuersatz nochmal durchrechnen, aber das ist schon mal quasi der Privatanteil, Gesamtprivatanteil, der besteht aber jetzt natürlich aus Gewinnerhöhung und Umsatzsteuer. Aber das ist schon mal so ein Benchmark. Gehe ich in den Reiter Fahrtenbuch. Auch hier sind so ein paar Zahlen, die Eckdaten schon alle voreingetragen. Nutzungsdauer. Nutzungsdauer tragt ihr quasi ein, über welchen Zeitraum das Auto abgeschrieben wird. Standard ist hier 6 Jahre. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht außergewöhnlich viel das Auto benutzt, weil ihr beispielsweise Taxifahrer seid und, keine Ahnung, 100.000 Kilometer pro Jahr fahrt, keine Ahnung, wie viel fährt ein Taxifahrer im Jahr? Viel. Und das Auto verbraucht sich schneller als ein anderes Auto. Deswegen grundsätzlich, wenn da jetzt keine Special-Sachen bei euch sind, sind das hier 6 Jahre. Das heißt, ihr schreibt 72 Monate rein. Ich auch hier in diesem Fall, weil ich es wieder gegenüberstellen, deswegen berechne ich natürlich bei der Fahrtenbuchmethode auch quasi einen Monat erstmal aus. Jetzt sollte ich hier eintragen, was meine Nutzungsdauer, was meine Gesamtkilometerleistung sind. Was ist normal? Was fahrt ihr so pro Monat an Kilometern? Erzählt mal. Ich schreibe schon mal rein, aber ich passe da gerne, ich nehme auch gerne eure Zahlen, wenn ihr mir welche zuruft. Ich gehe erstmal hin und sage, hier 1500 Kilometer bin ich insgesamt gefahren, ich bin aber privat davon 200 gefahren. Das heißt, er rechnet hier direkt den privaten Nutzungsanteil aus. Und dafür muss ich natürlich ein Fahrtenbuch führen. Das muss genau dokumentiert sein und dann kann ich da die Zahlen eintragen. Das heißt, mein privater Nutzungsanteil ist 13,33% in diesem Fall. Jetzt muss ich quasi die Kosten eintragen. Und zwar muss ich hier einmal aufteilen, und das ist wichtig, ich habe das schon bei der 1%-Methode erklärt, es ist ja nicht, alle Kosten sind mit Vorsteuerabzug. Das heißt, hier tragt ihr einmal die gesamten Kosten ein. Ich sage einfach mal, ich habe 500 Euro an Kosten gehabt mit Vorsteuerabzug, dann habe ich aber Steuern, Versicherung und so weiter gezahlt. Da bin ich bei 80 Euro in diesem Monat gekommen. Das heißt, ich habe 580 Euro an Kosten gehabt. Dann habe ich ja Abschreibungen. Das heißt, auch das Auto hat natürlich jeden Monat an Wert verloren. Und zwar mein Auto 833,33 Euro plus die 580 Euro habe ich Kosten in einem Monat von, ich muss das ein bisschen nach oben schieben, von 1413,33 Euro. Das sind quasi meine Gesamtkosten für den Monat. Das geteilt durch
die Kilometer, die ich gefahren bin, bedeutet, dass ich 94,22 Cent pro Kilometer an Kosten hatte. Das heißt, mein Privatanteil netto ist 188,44 Euro für die Kilometer, die ich da privat gefahren bin. Dann gehe ich nochmal weiter, weil auch das gilt jetzt ja erstmal, das ist nur für die 100% rein betrieblichen Fahrten und noch nicht für die für die Berechnung zwischen Wohnung und Arbeit. Wir haben aber auch hier Umsatzsteuer und auch wieder schon abgekürzt. Auch hier gilt BMG natürlich Bemessungsgrundlage. Auch hier muss ich natürlich für alle Kosten, für die ich quasi, als ich sie hatte, Vorsteuerabzug hatte, muss ich natürlich auch Umsatzsteuer abführen, wenn ich sie eingetragen habe. Das hat sich aber alles schon quasi komplett automatisch ausgefüllt. Das heißt, ich habe 1.000 Euro Abschreibung und habe da meinen Aufwand gehabt und habe meinen Anteil der Umsatzsteuer gehabt und so weiter. Ist in dem Fall 19%, das heißt viel, viel weniger. Ich zahle 38 Euro Umsatzsteuer regelmäßig. Und das ist doch schon einmal deutlich, deutlich günstiger. Dann gibt es, muss ich hier die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit angeben. Auch das möchte ich jetzt nicht euch zu lange auf die Folter spannen, sind natürlich 25 und das auf 20 Tage gerechnet. Habe ich auch hier meinen privaten Anteil. Auch das wird wieder verrechnet mit der Pendlerpauschale. Das heißt, ich habe einen Privatanteil von 942,20 Euro. Davon abgezogen die Pendlerpauschale und habe dadurch eine Gewinnerhöhung von 787,20 Euro. Und habe dadurch einen Gesamtprivatanteil, Gesamtbrutto von 1.013,64 Euro. Und zwar Gewinnerhöhung plus Umsatzsteuer. Gewinnerhöhung ist höher, Umsatzsteuer ist niedriger. Das liegt daran, weil ich hier halt mit echten Zahlen rechne. Und jetzt könnte ich auf den ersten Reiter gehen und dann seht ihr einmal die Gegenüberstellung von einer Prozentregelung. Das ist einmal 986,20 Euro und einmal Fahrtenbuch 1.013,64 Euro quasi für den Privatanteil. Aufbauend auf diesen Zahlen könnt ihr natürlich mit euren Steuersatz auch noch reinrechnen und sagt, okay, wie viel müsst ihr denn unterm Strich Steuern zahlen? Das sollte euch aber doch so einen groben Richtwert geben, wie viel ihr da ungefähr Steuern zahlt. Wenn ihr das genau haben wollt auf euren Fall, dann müsst ihr hier natürlich auch nochmal hingehen und sagen, okay, wenn ich hier wieder bei 20% Steuersatz bin, dann muss ich halt einmal rechnen die 975 Euro mal 20%. Das heißt, ich zahle an Einkommensteuer nach der Fahrtenbuchmethode 195,13 Euro mehr Einkommensteuer pro Monat und 38 Euro für die Umsatzsteuer. Das ist quasi aber das, was ihr selbst gerne einmal für euch persönlich ausrechnen wollt. Ich springe aber noch einmal in die Präsentation, weil für alle Leute, die jetzt gesagt haben, ey, viel zu viele Zahlen, verwirrend, du hast viel zu viel schnell durchgegangen, schlecht erzählt und all so ein Zeugs, klickt es gemeinsam für euch durch und nehmt auch gerne vielleicht das Video, macht Pause und guckt da einmal durch. Bin auf alle Punkte einmal eingegangen. Fazit: Wann ist was günstiger? Kann ich also pauschal nicht sagen, rechnet es euch selber aus. Ich kann aber pauschal grundsätzlich sagen, die 1%-Methode ist häufiger günstiger. Wenn du viele Privatfahrten hast, das heißt prozentual einen hohen Privatfahrtanteil hast, wenn du eine gesamtgenerell hohe Jahresfahrleistung hast und ein günstiges Auto hast. Das heißt, wenn der Bruttolistenpreis sehr, sehr niedrig war, dann zahlst du halt immer sehr, sehr, dann ist auch 1% des Bruttolistenpreises halt sehr, sehr wenig. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn ihr einen Oldtimer kauft, der Bruttolistenpreis ist von 1980, na Halleluja, da ist die 1%-Methode meistens doch günstiger. Und die Fahrtenbuchmethode ist meistens günstiger, wenn du einen geringen Anteil von privaten Fahrten hast. Das heißt, wenn du genau nur einen kleinen Teil immer privat nutzt, dann ist meistens Fahrtenbuch günstiger. Wenn du einen hohen Autopreis hast, das heißt einen hohen Listenpreis mit Sonderausstattung und allem Pipapo, dann ist meistens Fahrtenbuch günstiger. Aber auch wenn du einen sehr, sehr hohen Rabatt beim Kauf hattest, dann hast du nämlich unter Umständen wenig bezahlt fürs Auto, aber einen theoretischen hohen Bruttolistenpreis. Und dieser theoretische hohe Preis, der ist halt die Basis für die Berechnung für die Privatnutzung und nicht den tatsächlichen gezahlten Preis. Das heißt, wenn du einen sehr, sehr hohen Rabatt bekommen hast, dann kann das sein, dass die Fahrtenbuchmethode eher günstiger ist. Was auch möglich ist, wenn das Kfz zum Beispiel halt abgeschrieben ist. Weil, ja, da legst du halt die echten Kosten zugrunde. Bei Gebrauchtfahrzeugen kommt immer darauf an, wenn es so gebraucht ist, ist es 40 Jahre alt ist, dann kann 1% wieder günstiger sein oder eine geringe Jahresfahrleistung. Grundsätzlich muss man sagen, in vielen, vielen Fällen ist Fahrtenbuchmethode günstiger,
Es gibt immer so ein paar Ausreißer. Aber der riesengroße Vorteil der 1%-Methode ist auch nicht, dass es finanziell günstiger ist, sondern dass es einfach viel weniger Arbeit macht, weil ihr müsst am Ende nichts dokumentieren. Ihr müsst halt einmal repräsentativen Zeitraum nachweisen, dass ihr diesen privaten Nutzungsanteil, also dass ihr quasi über den 50% seid. Und ihr werdet in der Regel dann noch in Ruhe gelassen, weil könnt ihr dann halt, dann nehmt ihr einfach mal 1% und dann läuft das einfach durch und dann könnt ihr das quasi dauerhaft so berechnen. So viel zu dem Thema. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht ins Dunkeln bringen. Und ich weiß, ich habe euch heute echt einiges abverlangt mit den ganzen Zahlen. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden. Die Aufzeichnung ist nach wie vor da. Die Berechnungstools habt ihr. An alle Kunden von uns, wenn ihr Fragen zu dieser Berechnung habt, spielt das gerne für euch gemeinsam, spielt das einmal durch. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Einfach anrufen oder im Chat fragen. Alle, die noch nicht Kunde geworden sind, ihr findet unter diesem Video einen Link, da könnt ihr Kunde werden. Also könnt ihr Mandant werden. Kontist Steuerberatung ist eine Steuerberatung speziell für Selbstständige. Wir arbeiten digital, vollständig digital. Wenn ihr gerade zufällig einen Steuerberater braucht, dann wisst ihr, unter dem Video findet ihr einen Link. Da könnt ihr gerne, lasst uns halt quatschen, vielleicht passt es, würde mich freuen. Ansonsten beantworte ich aber gerne noch alle eure Fragen. Stefanie sagt, kann man von 50% Regelung zu 1% Regelung zurückswitchen? Benutze mein Auto kaum noch für meine Selbstständigkeit, fahre nur noch zu meiner Teilzeitstelle, bin neben der Selbstständigkeit angestellt. Wahrscheinlich ist die Frage, kannst du wechseln zwischen Fahrtenbuchmethode und 1% Regelung? Und die Antwort ist ja. Und zwar idealerweise immer für ein Jahr. Also Wechsel idealerweise ein Jahreswechsel. Es ist immer einfach, für quasi von der Fahrtenbuchmethode auf die 1%-Methode zu wechseln. Das kannst du auch rückwirkend quasi theoretisch noch machen. Wenn du jetzt sagst, ach shit, seit Februar kein Fahrtenbuch mehr geführt, dann mach halt 1%-Regelung und dann ist das Problem gelöst. Das konnte ich mit meinem Vokabelheft in der Oberstufe nicht machen. Und von der 1%-Regelung zur Fahrtenbuchmethode zu wechseln geht auch. Da ist allerdings nur noch Voraussetzung, dass du natürlich ein Fahrtenbuch geführt hast, was alles beinhalten, was zu so einem Fahrtenbuch gehört. Das wäre natürlich absolute Grundvoraussetzung. Dann kannst du es machen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ah, ich wechsle zum Jahreswechsel, beispielsweise nächstes Jahr, und führe dann ab dem 1.1. halt sauber Fahrtenbuch, go for it. Gibt es keinen Grund, warum du das nicht können, tun dürftest, solltest und so weiter. Wenn du jetzt angestellt bist, dann benutzt du es ja in erster Linie privat. Also je nachdem, was du hast, dann macht halt die Fahrtenbuch, also per Ferndiagnose, ohne wirklich Plan zu haben, tipp gerne deine Zahlen da alle rein, ergibt meistens wahrscheinlich Sinn, genau, wenn du Fahrtenbuch führst. Gibt es Unterschiede zwischen Kauf und Leasing? Andreas, ja, gibt es eine ganze Menge. Und das, ich wollte das erst aufnehmen, abgesehen davon, dass ich zeitlich das komplett gesprengt hätte, dieses Webinar, wenn ich darauf auch noch eingegangen wäre. Es gibt auch so unfassbar viele Leasingmodelle und auch in den letzten Jahren ist ja Mieten immer noch deutlich beliebter geworden. Das heißt, es gibt so Unterschiede zwischen Miete und Leasing und Anzahlung, Finanzierungsleasing, Dings, tausend Sachen. Das hätte halt leider echt den Rahmen vollständig gesprengt. Wenn du da eine steuerliche Beurteilung brauchst, dann kannst du dich gerne direkt bei uns melden, wenn du Mandant bist ja sowieso. Ich kann nur so grundsätzlich einmal sagen, es wird häufiger, also man liest es im Internet immer mal wieder, dass das Leasing für Selbstständigkeit immer mehr Sinn ergibt, weil man steuerliche Vorteile hat und so ein Zeugs. Guckt euch das an, das ist jetzt, auch wenn ihr ein Auto least, ist die für 1%-Regelung trotzdem ein Bruttolistenpreis und auch für die Fahrtenbuchmethode, ihr habt dann halt mehr laufende Kosten. Also wenn ihr mietet, ihr habt halt mehr laufende Kosten und weniger Anschaffungskosten. Das gleicht sich aus, das heißt für die Versteuerung des Firmenwagens macht es keinen Unterschied, ob ihr gekauft habt oder geleast habt oder ob ihr gemietet habt oder wie auch immer. Gibt es keinen Unterschied. Philippe sagt, heißt du Philipp oder Philippe? Philipp, bin Mandant bei euch. Bei spezifischen Fragen soll ich dann noch einen Ansprechpartner in Contest-Chat angeben. Es geht um die Abschreibung von Fahrzeuganhänger Caravan. Philipp, schön, dass du unser Mandant bist. Du kannst gerne Hallo Melchior schreiben. Dann wissen alle Leute schon, oh Gott, Melchior hat wieder ein Webinar gegeben, wo er was versprochen hat. Nee, aber ich fische das tatsächlich raus. Wenn du schreibst, dann gucke ich mir das auch mal raus und dann quatschen wir. Wir haben aber auch intern tatsächlich jemanden, der sehr spezialisiert oder der fast alle Autofälle wandern zu denen, deswegen kennt er sich da sehr, sehr gut aus. Aber wenn du mich anschreibst, dann kümmere ich mich darum, dass du eine Antwort bekommst. Ich kann euch noch kurz erzählen, für diejenigen, die noch überlegen, ob sie eine Frage haben. Wie gesagt, wir haben ja jede Woche ein Webinar. Checkt gerne den Kanal aus, veröffentlichen wir die ungefähr auch eine Woche vorher.
nächste Woche ein Special-Thema für die, ich würde sagen, die allermeisten nicht interessant, aber für die es interessant ist, besonders wichtig, weil man findet wahnsinnig wenig darüber. Und zwar schauen wir uns nächste Woche Dienstag die gleichgeschlechtliche Ehe an. Da hat man ja auch über Presse und so weiter relativ viel gesehen, also relativ immer mal mitbekommen, dass was diskutiert wird und auch sehr politisch diskutiert wird und so weiter. Ich gehe aber mal ganz speziell darauf ein, wie ist gerade eigentlich der Status quo, wenn ich mit einem gleichgeschlechtlichen Ehepartner habe und verheiratet bin, was muss ich eigentlich in der Steuererklärung beachten? Das ist quasi Thema für nächste Woche. In Berlin ist CSD am Wochenende und so, und irgendwie war ich so im Modus und dachte mir, das ist doch eigentlich mal ein Thema, über das wir reden sollten. Das heißt, wenn es für euch interessant ist und relevant ist, kommt gerne nächste Woche Dienstag vorbei. Einfach übernächste Woche oder empfiehlt gerne für nächste Woche, weil das ist tatsächlich für diejenigen, einige Regeln sind halt anders und man findet dazu relativ wenig. Das heißt, nächste Woche sorge ich da mal ein wenig für Klarheit. Ansonsten übernächste Woche ist quasi so unser Meet and Greet, das haben wir einmal monatlich. Da stellen wir einfach mal vor, wie läuft eigentlich die Zusammenarbeit bei uns, wie sind die Abläufe, was müsst ihr wann einreichen, wann könnt ihr was von uns erwarten und so weiter. Ich versuche noch ein paar Kollegen davon zu überreden, dass sie sich mit mir hier zusammen neben mich oder hier oder so vor die Kamera setzen. Und dann gehen wir einfach mal Schritt für Schritt durch, was wir eigentlich so können und so weiter. Es gibt nämlich auch ein paar Releases und ein paar Updates, was die Contest, insbesondere die Browser-Version, kann. Und das stelle ich euch alles dann einmal vor. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr da gewesen seid. Hab mich auch sehr gefreut über die vielen Fragen. Und genau, wünsche euch einen schönen Abend. Hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, ciao, ciao.